oben auf dem Feld 2. Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2015. Mit dabei ist Ronny. Mahlzeit. Und der Jonas sitzt im DS. Servus. Er spielt aber nicht mit uns, er spielt lieber WoT. Ugh. Der Killer. Ah, scheiße, Schild umgerammelt. Ah. Ja, wir spielen Holzhausen immer noch. Wir mussten aber, weil die Map ist eine neue Version rausgekommen, die haben wir natürlich auf den Server geladen. Da haben wir natürlich den Spielstand. Ah, nicht auf dem Rasen. Mussten wir natürlich den Spielstand. Ne, Ronny, erklär du es, wie du es gemacht hast. Was muss man machen? Also, ich habe den Spielstand umschreiben müssen und dadurch sind wieder alle Felder, damit wir unseren Spielstand weiter nutzen können, alle Felder bewachsen und wir können wieder ernten. Ja. Yep. Ohne Ende. Ja. Also nicht wundern. Auch diesmal, sonst bin ich ja immer Traktor gefahren, jetzt fahre ich mal Drescher. Achso, Mods haben wir natürlich auch drauf. Also heute ist die Zeit wieder, so macht man es nicht, gell? Ja, so macht man es eigentlich nicht. Bonnie, was haben wir jetzt für Mods drauf aktuell? Aktuelle Mods. Das neue TLC? Das TLC? TLC, wir, ja. Wir den Jester Meat Park. Den hatten wir ja beim letzten Mal noch drauf. Den hatten wir. GBS Mod. Moment, ich gehe mal in die Serverliste. Der GBS Mod funktioniert dabei jetzt im Multiplayer? Jetzt funktioniert er, ja. Also wir haben Map, Variable Mac. Also die kaufbaren Objekte haben wir auch wegen der Karte. Okay. Dann eine Ballengabel von Robert. Animation Map Trigger ist auch für die Karte notwendig. Ein Fortuna war Anhänger, der ist für die Mischanlage wichtig, weil der kann sämtliche Probzahlen laden. Den Follow Me. Dann ein Frontlader Förderband. Den Horsch Titan. Der steht oben beim Daniel, das ist der Überladwagen. Inspector Mod, dann Jester Meatbug, Mischstation, MANTGS Kipper, eine Laderampe. Eine Laderampe? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Dann Chop It Straw, dass man den Strohli, Stroh, das, ge, ah, das Stroh liegen sieht. Wenn es nicht im Schwad liegt. Dann Ballfeed, dass man die Ballen einfüttern muss. Das ist der von Upside Down. Also fast alles von Upside Down wie GBS Mod. Ja. Komplex BGA Drive Control. Ah, nicht. Ja. Erzähl ich. Pass Vorwärt. Green Fertilizer, Silo Extension. Und dann ein Jens. Das ist ja ein Holzhäcksler. Und dann noch die variablen Kapazitäten. Haben wir als Mods. Genau. Wir müssten Forstwirtschaft müssen wir auch mal langsam betreiben, bitte. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Achso. Hallo? Ja. Irgendwie ist mein Ton weg. Nein, ich höre dich. Ich dich auch. Aber bei uns wahrscheinlich nicht. Hör dich. Ja, jetzt höre ich dich auch wieder. Gut. Ja. Ich hab schon wieder mit meinen Armen mein Headset leise gedreht. Ich sag irgendwie, habt ihr denn alles gehört wenigstens? Ja, ja. Na das, wie gesagt, wir haben dich bis jetzt gehört. Keine Ahnung, was du für Problemchen hast. Ach, ist das leid. Ja, so ist das. Ja, die Woche war ich ein bisschen faul mit Videos hochladen, aber das geht halt nicht immer. Man hat aber ich muss reales Leben. Genau, aber ich sage schon mal danke, danke, danke für die Abonnenten, die mich da fleißig abonnieren, weil mittlerweile wächst meine Anhängerschaft. Und
Einen kleinen Tipp gebe ich schon. Ab nächstes Jahr wird es eine kleine Überraschung geben. Ja, die haben wir. Aber die bleibt noch geheim. Wie ein Kinder-Ü-Ei. Ja, weil das. Das müssen wir noch ausklamüsern, wie wir das genau richtig machen. Ich sammle hier kurz noch nebenbei ein paar Ballen und dann helfe ich dir, ja. Ja, kein Problem. Mach das Feld bloß oben leer und. Außerdem soll das ja nicht jeder wissen. Jonas, du hast nichts gehört. Wieso? Da weißt du auch, dass es eine Überraschung gibt. Ja. Jetzt ja. Aber ist aber nicht was für eine Überraschung. Er spielt ja auch nicht mit uns. Ja, da spielt er lieber WOT. Da knallt lieber mit der Kanone um sich. Bam. Hallo. Ja, habt das gehört? Das ja. Hat man schon mal im TS. Entschuldigung. Eine Weile her. Das war dann dazu mal noch unser Patrick. Stimmt, hatten wir da mal eine Aufzeichnung gemacht gehabt? Ja, richtig. Stimmt. Wo Patrick? Also wir haben jetzt auch noch einen Jonas, der das kann. Ja. Der darf sich ja auch, wie gesagt, frei ausleben. Wir sind in ja. In seinen jungen Jahren. Ja. Weil wenn es uns doch wirklich zu bunt wird, dann ermahnen wir ihn als erwachsene Leute. Weil wir erziehen nicht nur zu Hause privat, wir ziehen auch hier die Jugendlichen von heute, auch im DS. Ja? Da sagst du nicht mehr, wa, Jonas? Ich hab grad gar nicht zugehört. Ja. Aber ja, passt schon. Ist das sowas, wollen die dann immer überhören? Ja. Wenn du das Feld fertig hast, müssten wir eigentlich mal ein bisschen Heu machen. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Heu? Heu. Gras oder Heu? Heu. Heu, Heu, Heu. Taub. Wenn ich sag Heu, meine ich Heu. Ey, ja, liegt aber echt viel. Ja, können wir machen. Wir müssten mal das Strohjahr zusammen machen, ne? Ja, ich lass es erstmal liegen. Wir haben genug Ballen. Ich habe heute schon den nächsten 1600 im Hof. Gut. Soll ich den Drescher hier unten stehen lassen? Was? Soll ich den Drescher hier unten stehen lassen? Besser, wir gehen den erstmal wieder zurück, weil der kostet auf den Kohle. Okay. Also soll ich ihn zum Händler erstmal zum Händler fahren? Nee, brauchst du nicht, kannst du so machen. Okay. Ah, ich scheiße. Also du willst eine Runde Drescher fahren, dann kannst du das gerne tun. Nee, du musst das machen, weil ich kann nicht. Bin ich als Admin angemeldet. Musst du mal machen. Bitte. Ja, also weil hast du das Getreide, was du jetzt gedroschen hast, hingepumpt? In den roten, in den LKW? In den LKW gleich rein, ja. Ja. Dann machen wir den dann noch leer und geben das dann alles zurück gleichzeitig. Okay. Ich fahre den jetzt ins Lager. Ach ja, das ist ja nur gemietet, stimmt ja. Ja. So, jetzt guck ich erst mal, wie der von drin aussieht, der LKW. Naja, spartanisch halt, immerhin. Spartanisch. Oh, irgendjemand hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Wer wird da? Andreas. Das? Ja, alles klar. Nee. Der hat wieder ein Bild geschickt. Ja. Ich lade mir jetzt geschwind das da runter. Was lädst du runter? Die Mods. Oh, bin ich. Machst du das, ja? Nee. Schaffst du das? Und wie, was heißt denn bei dir geschwind? Geschwind? In 5 Minuten. Echt, ja? Ja. Okay. Noch ist mein Internet schnell, aber es dauert nicht mehr lange. Dann schiebe sie wieder den Riegel vor. Die Schweine. Meine Freunde von der Telekom. Also, liebe Freunde von der Telekom, wenn ihr das hört, schiebt man nicht unseren Jonas einen Riegel vor. Bitte nicht. Ja, ich will. Was war das?
Falsche Taste und ich habe mich geärgert, Entschuldigung. So, Getreide ist abgekippt, kannst du wieder zurückgeben. Jo, warte. Hast du erst die Ballen los, verspreche Ja, ich mach. dir. Und dann fahre ich vorwärts weg, ja? Jawohl. So, jetzt kann ich gerne in den Händler gehen. Page. Haben wir denn alles gemietet? Einmal New Holland. Den brauchen wir erstmal nicht. Ja. Dann einmal das Schneidwerk dazu. Weg. LKW. Weg. Und den, was mit den Krampe? Der Kipper. Ja, weg. Fupp. Magic. Weg ist er. Ding. Und dann haben wir noch den Arkusin, den Deutz und ein Gewicht. Aber damit arbeite ich ja gerade. Ja, okay. Was brauchen wir jetzt zum... Du kannst erstmal unseren billigen Trecker von da oben wieder runter zum Hof fahren, wenn du so lieb wärst. Welchen billigen Trecker? Was ist ein billiger Trecker? Der Und dieser Steyr? möchte gern Trecker. Der Steuer? Der Steyr? Ja. Okay. Der steht beim Händler, ja? Ja. Okay. Wieso möchte ich gern Trecker? Hast du gesehen, er hat auch mehr Schwächen gezeigt wie der Deutz letztens. Ach so, offen, ja, beim, oh, beim Koborn, ey, ich bin Beim bald Sehen. Wahnsinn. Ja, ach nee, beim Sehen waren das ja. Aber ich glaube beim Koborn auch. Der schlingerte hin und her und, oh, da ging ja nichts. Da macht's Fahren keinen Spaß. Bist du fertig, Jonas? Schon geladen? Oh shit, hier leckt. So, da möchte ich einen Traktor ist am Hof. Dann brauchen wir jetzt zum weiß schon was zum Mähen. Ja, wo soll ich das hernehmen? Haben wir sowas? Nee. Nein, haben wir nicht. Ja, Mähwerk haben wir auch. Kannst ja mal gucken, ob das hier an den Deutz passt. Die liegen bei der Muschfutteranlage. Nee, Quatsch. Da hast du doch den Sido beim Kuhstall. Ja. Das Mistdings, das Mistsilo. Okay. Und da gegenüber ist eine Halle, da liegen zwei Frontmähwerke drin. Brauchen wir nichts mieten. Mehr schafft der Deutz eh nicht, da hängst du am besten ein Gewicht hinten dran. Oder du musst das Frontmähwerk hinten dranhängen, wenn das funktioniert. Ah, ich guck mal, wie ich es hinkriege. Ich mach das. Welche Tanne, was wollten ihr hier wegmachen am Baum? Wir möchten den Baum wegmachen, der mitten auf dem Hof steht. Warum? Warum? Da kommt dann unser Weihnachtsbaum hin. Mach mal. Natürlich. Haben wir schon. Gibt's den beim Motto ist da Ja, es irgendwie? gibt so einen Mod, ja. Das werden wir vielleicht in der nächsten Folge dann zeigen. Ja, wie wir den Baum wegmachen und wie wir. Ja, eher wie der Dattebaum da steht, weil das Baum wegmachen, das nimmt ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Warum? Mit dem Weil richtigen schon Werkzeug. kein lieber Nadelbaum ist. Weil das da ein Scheißhocke ist oder sowas. Echt? Ist er beschissen oder was?
Ja, wirst du, es denkt sich, hat doch fast letztens 2 Stunden, 1,5 Stunden für so einen Baum auf der Birnheim gebraucht. Nee, das ist ein Nadelbaum auch hier. Nadelbaum? Das ist kein Baum vor der. Ich weiß, was du meinst, aber das ist kein Baum dafür. Das ist ein Nadelbaum. Das ist eine Tanne. Ja, das können wir ja nächste Folge machen, aber jetzt müssen wir erstmal Gras machen. Ja. Wo soll ich ein Gras machen? Ich habe das Mähwerk hinten dran geknippelt. Sucht. Ja, unter, aber. Guck mal, Unterfeld 19 müsste eine Wiese sein. Mach da erstmal hin. Was ist Mach denn mit da, ich guck gleich mit. Ich hab doch einen Anhänger Stroh und dann. 19, 19, wo müssen wir da lang Das tun? ist hier direkt beim Hof. Wir sind, der Hof ist unter Feld 18 und 19 ist rechts davon. Aber die Schönen haben Vorfahrt, gell? Pass auf. Ich kann. Was? Wo? Ach da. Ich sag, die Schönen haben Vorfahrt. Muss umdrehen, andere Ah, Richtung. aber hier ist auch. Ach so, hier komme ich nicht drauf, hä? Ah ne, das ist für die Kühe. Oh, ich hasse die Bude, ey. Setz dich da einfach rein und schieb zurück. Was? Ich meine, ich hab mich gemeint, setz dich da einfach rein und schieb zurück. Lass meine Strohballen stehen. Hallo. Muss er dann sowieso noch wegräumen. Wie schön der das macht, oder? Leute, der macht das richtig schön, der kann das, der hat das drauf. Warum lässt denn da so eine großen Lücken dazwischen? Weil ich schon einen Haufen umgefahren habe und keinen Bock habe, die nochmal aufzulesen. Mann, Mann, Mann. Wir hatten ja das Schild umgebannert. Du oder was? Wer ist mit dem LKW hier lang gefahren? Ich nicht. Muss Ich. es gucken, da drüben. Ich weiß jetzt nicht, wo die Feldeinfahrt ist. Guck mal. Ach. Extra für dich. Warte. Hier drüben, auf der anderen Seite ist das Gatter, da musst du rein. Kann das gerne aufmachen. Würdest du das tun für mich? Wo bist denn du? Ja, hier, hüpf, hüpf. Du musst immer um das Feld rumfahren, um Feld Wieso 19 sehe ich? durchs Dorf auf die Hüpfe noch Straße. mal. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich echt. Das ist echt ein Problem hier. Ich sehe Guck mal dich nach echt. rechts. Da, ach doch, jetzt sehe ich dich. Entschuldigung. Hä? Du fährst hier immer ums Feld rum und da, wo das rote Haus ist und das Kaufsymbol da, auf Ja. der rechten Seite, da ist die Einfahrt Ja, okay, dann für die Wiese. schick dich. Wie soll ich? Achso, dann muss ich ringsrum fahren. Okay. Ich kann ja wohl schlecht durch das Getreidefeld fahren, oder? Ja, sind doch keine schlechten Vorbilder, oder? Nein, sind wir nicht. Wenn Jonas das macht, ist das egal. Nee, egal ist das auch nicht. Wo sie rauchen. Ah. Mann, 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 Mann. Was ich mir so ein bisschen wünschen würde, wenn einige mal ein paar Kommentare wenigstens noch mal drunter schreiben würden, das wäre mal nicht schlecht. Komme ich ja durch. Weil da fühlt man sich schon ein bisschen einsam. Oder wenn man halt. Oh, komme ich ja durch. Ah, beinahe. Der Hecken rasiert. Also, liebe Leute. Kommentiert ruhig, solange es positiv kann auch ne, Negative Kommentare können auch kommen, damit wir aber wissen, halt dass wir besser machen ja müssen. oder ja, aber immer im Rahmen, nicht halt beleidigend werden oder sonst was. Das Ja, ansonsten kennen wir Mittel und Wege, uns zu verteidigen, wir sind alt genug. wir sind zwar alt, aber wir wissen, wir haben schon eine, wir wissen schon, was wir machen. Nein, so weit soll es ja nicht kommen. Also wir sind für jede positive Kritik auch offen. Negative Kritik, also. Negative Kritik? Ja. Positiv Könnt ruhig negative schreiben, Kritik. was ihr sagen Ja. wollt.
dass sie überhaupt noch was schreiben. Das würde ich mir so ein bisschen wünschen, wenn es mal. Weil dann weiß man auch, okay, die Leute schauen's und machen sich ein bisschen Gedanken darüber. Ja, Anfang nächstes Jahres sind wir dran in Comeback. So viel darf man eigentlich schon mal verraten, oder? In Comeback bahnt sich an. Dürfen das schon so verraten? Ein Comeback, ja, Ein mehr Comeback nicht. ist okay, oder? Lasst euch überraschen, Leute. Das sollte ja eine Überraschung sein. Ja. Es wird ein Comeback geben. Wir haben das heute schon mal ein bisschen in der Wege geleitet. Wochen. Naja, auf den Weg gebracht halt. Danke. Ich meine dich nicht. Ja, komm mir auf. Ich meine eher das Problem hier von diesen Dingen, wenn du versucht hattest, die Ballen zu entladen, aus denen auf die Taste gekommen bist, dann auf B kannst du den Sammelwagen nicht mehr zusammenklappen. Ach so, okay. Das ist doof. Ja, das ist wohl nicht so schön, ja, das stimmt. Man kann ihn nicht zurück in Vorstellung bringen. Irgendwie leckt es gerade bei mir Nee, übelst. bei mir überhaupt nicht. Bei mir läuft es richtig schön flüssig. Ich habe 60 FPS. Ja, okay, jetzt siehst du, kaum lobsten. Oh. Das leckt bei dir auch angekommen? Ja, kam auch gerade an. Das Leck. Wollen wir Heu Beilen machen oder wollen wir? Heuballen müssen wir machen, Okay. ja. Deswegen Heu. Ich helfe dir gleich. Ich Na, schaffe ist doch die nicht so paar schlimm. Ballen weg, die 12 Stück. Und dann helfe ich dir. Nicht Aber du schlimm. bist ja Flink. eh noch nicht weit. Glaubst du, ich bin Das gleich war. fertig. Bin gerade am Feld vorbeigefahren. Ach so, verdammt. Wie zum Thema. Lügen haben kurze Beine. Jetzt weiß ich, warum ich nicht mehr an der Türklinke Machen reiche. wir noch weiter so, da musst du deine Frau die Tür aufmachen. Ja. Die ist heute leider nicht da, die ist arbeiten. Die hat Nachtschicht. Ich hätte ja eigentlich auch Nachtschicht, aber ich konnte es abwimmeln. Gott sei Dank. Nein. Ich habe ja noch einen Auftrag, von daher. Keine Angst, hat nichts mit Mafia zu Nee. tun. Und bei dem Spiel bin ich auch noch nicht weit gekommen. Ich bin noch, hab noch nicht, also nicht weitergekommen. Hab noch nicht keine Zeit dazu gehabt. Geht das denn mit den Deutschen und dem Mähwerk? Ja, das hier, ich hab's hinten dran. Geht's Was? besser als die vor Weiß ich nicht, dran? Ja, ich hab's vorne nicht, noch nicht probiert. Was hast du? Wolltest Ich schon verkaufe los? die Sachen erstmal nochmal, die ich jetzt gerade zur Verfügung habe. Die holen Oh, wir später. jetzt hat's aber geleckt, ey. Ich bin im Händler. Ja, das habe ich gemerkt. Also. Alleine, da würden wir unsere Reserven aufbrauchen, wenn ich das jetzt ausgehen lasse. 54.000 am Tag. Für was? Für den Akku 7, Trecker und Gewicht. Wir müssen erstmal ein bisschen Kohle Erstmal ein bisschen machen. Kohle machen, ja, wollte ich gerade sagen. Für was ist denn die Kohle eigentlich drauf hier? Was haben wir denn da gekauft? Felder. Ach du, ach ja, stimmt, wir hatten ja. Scheiße, es leckt. Und für Verdammt, wo komme ich raus? ein. Oh nein.
Bitte nicht. Überleiter machen? Aha, es leckt. Mal gucken, wo ich lande. Scheibenkleister. Das darf doch heute nicht wahr sein. Weil da auch Mais aufnehmen kann. Ah, es kann sein, dass ich rausgeflogen bin. Also gehäckselt ist. Dann beende ich jetzt erstmal die Aufnahme hier.